Also wie ihr wisst, es ist ein Contest und ein Contest kann ohne Jury nicht existieren. Deswegen haben wir heute die Jury auch hier auf die Bühne. Yep. Rufen wir rauf. Jury! Okay, macht mal Lärm für die Jury! Macht mal Lärm für die Jury, okay. Kurz Musik aus! Oh shit! Yeah! Ruhe, okay. Das erste, die erste, die ich vorstellen darf, ist die Vedda. Kommst du kurz vor? Bitte etwas Applaus, ein paar Infos. Sag mal hi, Vedda. Hi! Okay, sie war Teilnehmerin der Viva-Sendung Dance Star 2007. Dance Star! Mit Detlef die Soest. Bisschen Lärm. Das ist mal Lärm hier überhaupt. Okay. Sie hat eine internationale Wertungsrichterausbildung. Das ist auch nicht etwas, was man alle Tage hat, ne? Also etwas Lärm. Yeah. Sie hat die Weltmeister im Duo 2006 trainiert. Ich bin dabei. Ja. Und ganz wichtig, zurzeit ist sie der Coach für das Supertalent 2008 bei RTL, Marcel Pietrusch. Da geht einiges. Nochmal Lärm für Vedda. Für Vedda. Danke dir, Vedda. Dankeschön. Und als nächsten Juroren haben wir den Basilos, als Künstlername bekannt, BK. BK. Lärm. Er hat den offiziellen Football-Song für Sat.1 und der SF geschrieben. Kennt ihr das? Hey, Baby. Yeah. Er hat den zweiten Platz bei Viva Videolist gehabt. Yeah. Macht Lärm. Er hat die ganzen Pressework veranstaltet für Tarkan Tour. Wer kennt nicht Tarkan? Macht mal Lärm! Er arbeitet in verschiedenen Eventbereichen. Hat bei zwei deutschen Kinofilmen, Kanakatak und Sumo Bruno, Kanakatak, den Schauspieler gemanagt. Macht mal ein bisschen Lärm für Basilos. BK! Okay, und der letzte. Einmal bitte Lärm für Grossi. Genau. Yeah. Okay. Er ist Teilnehmer bei Dance Star und tanzt seit 7 Jahren. Und er wird uns jetzt ein bisschen was zeigen, also macht mal ein bisschen Lärm! Jury, bitte. Noch etwas Lärm, bitte. Wunderbar. Ihr macht das super, Bremen. Ihr macht das super. Ihr seid Hammer. Musik Hammer, aus, bitte. Ihr seid die Besten. Okay. Okay, Bremen. Das war die Jury. Also es liegt alles in deren Hand heute, wer gewinnt und wer weiterkommt und alles.